Wasser zu Wort gemeldet, Herr Abgeordneter Dr. Kasecker. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Vizekanzler, Hohes Haus. Es ist heute schon viel gesprochen worden über den missverständlichen Titel Elite-Unis für alle. Elite-Unis, da assoziiert man Harvard, Stanford, amerikanische Elite-Universitäten, die, was die Finanzierung betrifft, sich zu einem Drittel ungefähr aus Studienbeiträgen finanzieren, aus einem Drittel Akquise von Drittmitteln und einem Drittel von Spenden, insbesondere von Absolventen und Mäzenen. Wir haben heute schon gehört, eine Prä-Studien-Dropout-Quote von 94%, der Herr Vizekanzler hat schon gesagt, 6% finden hier nur Aufnahme, das Studium kostet 50.000 Euro. Das kann nicht das Vorbild für Österreich sein und das ist auch nicht das, worüber wir heute reden wollen. Wir reden heute über die österreichischen öffentlichen Universitäten und ich bin sogar bereit zu sagen, das ist ein Erfolgsmodell der letzten Jahrzehnte auf Grundlagen basierend, die wir nicht geändert haben wollen, die wir beibehalten wollen. Insbesondere die Grundlage des freien Hochschulzuganges und die Grundlage keine bzw. nur ganz moderate, im Anlassfall Studiengebühren. Wir stellen fest, das ist sozusagen die Leistung des Staates. Das wird finanziert durch das Budget, das wird finanziert durch die österreichischen Steuerzahler, das ist ein Investment der österreichischen Steuerzahler, wenn man es so formulieren will, in unsere Kinder, in unsere Jugendlichen, die zur Verfügungstellung einer guten Ausbildung, die eben nichts kostet, die Studierenden nicht in Unkosten stürzt, die Studierenden nicht zwingt, Kredite aufzunehmen, an denen sie dann ihr Leben lang abzuzahlen haben. Das ist ein hohes Gut, ich komme viel herum auf der Welt, das ist ein hohes Gut, der freie Hochschulzugang, die öffentlich finanzierten Universitäten, das ist weltweit immer seltener anzutreffen, das sollten wir beibehalten. Wo wir durchaus unterschiedlicher Auffassung sind, ist die Frage, wer sind die Bedarfsträger dieser öffentlichen Einrichtungen? Für uns Freiheitliche ist ganz klar, die Bedarfsträger sind die österreichischen Kinder und Jugendlichen, denen ein Studium ermöglicht werden soll. Das heißt nicht, dass ausländische Studierende nicht wärmstens willkommen sind, insbesondere auf der Universität. Das heißt aber auch, diese Studierenden sollen sehr wohl einen Beitrag, einen Kostenersatz für das Studium leisten. Es ist nicht einzusehen, dass der österreichische Steuerzahler hier die Studien ausländischer Studierender finanziert. Kollege Karlsberg hat schon vorher angesprochen, da geht es ja nicht um Bagatellbeträge, sondern wir reden hier von mehreren hundert Millionen Euro und hier fordern wir Freiheitliche, dass auf europäischer Ebene sich intensiv dafür eingesetzt wird, dass entsprechende Vereinbarungen getroffen werden, die hier einen Kostenersatz vorsehen. Des Weiteren sind wir Freiheitliche auch der Meinung, dass das Studieren in Österreich nach dem sogenannten Herkunftslandprinzip zu erfolgen hat. Das heißt, hier in Österreich darf nur studiert werden, wenn auch die Voraussetzungen im Heimatland erfüllt sind. Wir wissen, dass das insbesondere bei den deutschen Medizinstudenten nicht der Fall ist. Hier gehört unseres Erachtens nachjustiert. Wir haben im Jänner dieses Jahres der Freiheitliche Parlamentsclub eine Klausur gehabt zu den Themen Hochschulpolitik. Und ich möchte hier ganz kurz auf die grundsätzlichen Feststellungen unsererseits eingehen. Wie gesagt, wir sind vorbehaltlos für das Erfolgsmodell des freien Hochschulzugangs. Keine Beschränkungen durch irgendwelche Aufnahmeprüfungen oder Sonstiges. Wir sind vorbehaltlos dafür, dass die Matura, das Erfolgsmodell der Matura, als ausreichende Voraussetzung für ein Hochschulstudium weiterhin Gültigkeit hat und nicht abgewertet wird. Wir wollen den gegenteiligen Weg gehen, die Matura wieder aufwerten. Da gibt es viel zu tun im sogenannten Sekundarbereich. Ich spreche nur an diese vielen Modellversuche, die viel Geld kosten, das ganze System der Mittelschule nur durcheinanderbringen und letztlich das Niveau nach unten ziehen. Dem wollen wir entgegenwirken. Also Matura soll aufgewertet werden. Zusätzlich zu diesen öffentlichen Universitäten haben wir ja noch Begleitinstitutionen, private Universitäten, die es gibt schon seit einiger Zeit, die sind
durchaus eine sinnvolle Ergänzung. Sie sollen allerdings den strengen Qualitätserfordernissen und Prüfungen der AQUA unterliegen. Das tun sie auch, das ist in Ordnung. Hier kann man auch durchaus Studiengebühren verlangen, aber nicht in den öffentlichen Universitäten. Darüber hinaus ist das Erfolgsmodell Fachhochschulen, das es seit 1994 bei uns in Österreich gibt, noch deutlicher als in den Planungen vorgesehen auszubauen, weil das Erfolgsmodell Fachhochschulen insbesondere im Sinne eines lebenslangen Lernens berufstätig Studierenden wesentlich bessere und effizientere Möglichkeiten bieten kann, als es die öffentlichen Universitäten heute bieten. Zur Finanzierungsfrage hat Kollege Karlsböck bereits ausgeführt, da haben wir ein fünfstufiges Finanzierungsmodell. Wie gesagt, öffentliche Universitäten sind ein wichtiges Gut. Wir können stolz darauf sein, dass der Staat hier die Finanzierung übernimmt. Wir Freiheitliche wollen unbedingt den freien Hochschulzugang erhalten. Vielleicht gibt es bei der SPÖ noch einen Stimmungsschwenk in die Richtung, dass der Linie beibehalten, die Linie, die die SPÖ jahrzehntelang beibehalten hat und jetzt offenbar abgeht, das ist eher enttäuschend. Vielleicht findet die SPÖ beim Schlusssatz, Herr Abgeordneter. Ja. Vielleicht findet die SPÖ wieder zur alten Linie zurück. Freier Hochschulzugang, keine Studiengebühren, das ist der freiheitliche Standpunkt. Der freie Unizugang sollte beibehalten werden, aber es kann nicht sein, dass Österreich auch die Ausbildung ausländischer Studierender finanziert. Da müsse auf EU-Ebene nachverhandelt werden.